Der Titel stand in der Einladung, auf den beziehe ich mich später noch. Was habe ich mitgebracht? Ich will grundsätzlich ein bisschen was über die Situation in Salzburg erzählen, über unser Netzwerk, unsere Netzwerkarbeit, das Forum Wohnungslosenhilfe, bei dem ich aktuell noch aktiv bin, sehr aktiv bin, aus zwei Punkte aus diesem Forum mitnehmen: die Wohnbedarfserhebung, die wir seit 1984 machen. Daraus resultierend ergibt sich auch das Begriffsverständnis. Was heißt es, wenn wir von Wohn- und Obdachlosigkeit reden? Den Tag der Wohnungsnot, den wir vor einigen Jahren initiiert haben mit verschiedenen aktionistischen Elementen. Und zum Schluss mich noch auf diese Bundesebene begeben, zur BAWO, zum Bundesdachverband, kurz noch was erzählen. Ja, nachdem der Kollege Schweiger leider nicht da sein kann, habe ich versucht, ich habe eine Folie eingeschoben und vielleicht, dass wir gemeinsam mal drauf schauen, wie schaut es mit dem Recht auf Wohnen, wie ist das Recht auf Wohnen in Österreich verortet oder wo ist es überhaupt verortet? Wir wissen, es ist in den bürgerlichen Rechten, in der Menschenrechtscharta, finden wir das Recht auf Wohnen unter anderem mit einigen anderen Faktoren wie auch der sozialen Absicherung im Artikel 25. Das ist von Österreich ratifiziert worden und in den sozialen Rechten in der EU-Sozialcharta finden wir es auch, finden wir das Recht auf Wohnung auch. Allerdings, also diese Sozialcharta ist von Österreich auch ratifiziert worden im Jahr 2011. Österreich hat aber einige Punkte nicht ratifiziert und unter anderem die für das Themenfeld sehr notwendigen Punkte oder Artikel 30 und 31. Der 30er Recht auf Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung und das Recht auf Wohnung. Ja, wie schaut es in Österreich mit dem Recht auf Wohnen aus? Es ist nicht im Verfassungsrang. Wohnen ist Ländersache, die Wohnpolitiken liegen in der Länderkompetenz. Wir wissen alle, wir haben föderale Strukturen und insofern finden wir auch in Österreich neun unterschiedliche Teilgesetze mit normativen Teilbestimmungen und die sind nicht individuell einklagbar. Also es besteht kein Rechtsanspruch drauf. Wohnbauförderungsgesetze, Raumordnungsgesetze, Grundverkehrsgesetze, in diesen finden sich solche normativen Bestimmungen. Zu den Daten, wenn wir von Hauptwohnsitzwohnungen sprechen, damit man Gefühl hat, die Bevölkerungszahlen kennen wir, aber wir haben in Österreich knapp über 4 Millionen Hauptwohnsitzwohnungen. Das sind Einfamilienhäuser bis hin zum mehrgeschossigen Wohnbau. Im Bundesland Salzburg sind es 246.000 und in der Stadt Salzburg 75.000. Ich habe diese Daten, es ist gerade ganz aktuell von der Statistik Austria, eine Studie rausgekommen unter dem Titel Wohnen 2021. Die ist sehr differenziert und also sehr detailliert, wenn man mehr darüber wissen will, also sehr spannend, da nachzuschauen. Im Bundesland Salzburg finden wir 15% Gemeindewohnungen in der Vergabe, 40% Genossenschaftswohnungen, also aus dem geförderten Segment, und 56% andere. Darunter sind eben private Mietwohnungen, auch verschiedene Nutzungsverhältnisse, wie sie oft bei Beherbergungsbetrieben oder Pensionszimmern, wie wir sie in Salzburg auch kennen, vorfinden. Spannend habe ich gefunden, weil es mir nicht so klar war, dass Salzburg mit 3,8% Überbelag im Bundesländervergleich nach Wien am höchsten liegt. Und bei den Mietkosten, da habe ich diese Tabelle mitgenommen, mit und ohne Betriebskosten auch abgeschlagen, bei den anderen Bundesländern liegt. Diese Mietkosten, es gab in Salzburg im letzten Jahr das Salzburger Wohnbausymposium. Es findet jedes Jahr statt. Letztes Jahr war es aber zur Leistbarkeit. Und da kamen auch zwei Befunde, zwei wissenschaftliche Befunde und praktische Befunde, unter anderem vom Dr. Amann vom Institut für Immobilienbauen und Wohnen. Die sind in der Immobilienforschung sehr aktiv und in der Wohnbauforschung. Der Salzburg auch die höchsten Mietpreise attestiert hat
Und die Wohnbaureferentin von der GBV, vom Dachverband der GBV, das sind die gemeinnützigen Bauvereinigungen, auch Salzburg die höchsten Mietkosten im geförderten Segment attestiert hat. Wenn die registrierte Wohn- und Obdachlosigkeit, also all jene Personen, die die Statistik Austria über Meldeadressen finden kann, das heißt in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, aber auch Hauptwohnsitzbestätigungen bei Organisationen, das finden wir in Österreich 20.000 und in Salzburg sind rund 1.000. Diese Zahl divergiert dann immer, weil da werden diese vielen prekären Wohnverhältnisse natürlich nicht sichtbar. Wie schaut es in Salzburg mit den Wohnkostenbelastungen konkret aus? Da gab es im Auftrag der Stadt Salzburg eine Studie. Das Salzburger Institut für Raumordnung wurde beauftragt und hat in dieser Studie ganz konkret die Wohnkostenbelastungen den Haushaltseinkommen gegenübergestellt und hat geschaut, wie geht es den Salzburgern in der Stadt. Und wir haben festgestellt, dass im untersten Einkommensdezil die Wohnkosten weit über 65% liegen. Im ersten Quartil zwischen 44 und 65%, also auch noch sehr, sehr hoch. Im zweiten Quartil auch noch bis 44% gehen können und nur bei der oberen Hälfte haben wir Wohnkostenbelastungen bis 31%. Das ist da, wo wir so bei rund 30% eine Leistbarkeit einhängen würden, wenn wir von Leistbarkeit sprechen. Sie haben weiters festgestellt, dass die Wohnkostenbelastung besonders für die Alleinlebenden, für Frauen und also besonders für Frauen und Alleinerziehende sehr hoch ist, besonders hoch sind. In der Stadt Salzburg gibt es jetzt aber 55% Haushalte, die sind Ein-Personen- und Ein-Elternhaushalte. Weiters gibt es bei den Einkommenshaushalten, kann es zu Wohnkostenbelastungen von über 50% bis weit in die Mittelschicht kommen. Das war auch sehr spannend in dieser Studie. Und Sie haben auch noch auf den Markt geschaut, was passiert innerhalb eines Jahres. Und haben 10.000 Personen, nicht Personen, ich muss sagen Haushalte, identifiziert, die sich so jährlich auf diesem Wohnungsmarkt in der Stadt Salzburg bewegen. Da werden Wohnungen neu bezogen. Also ein Teil kauft sich was, ein Teil findet in den Gemeindewohnungen eine Wohnung und ein Teil bei den Geförderten. Und 75% bleiben auf das teure Segment, den privaten Wohnungsmarkt verwiesen. Unter anderem verorten sie auch die Befristungen, die gerade der große private Markt hat als Preistreiber, weil jeder, der nach 3 Jahren seinen Vertrag verlängern will oder sich neu eine Wohnung anmietet, ist natürlich immer aufs aktuelle Marktniveau verwiesen und das ist in Salzburg davon galoppiert. Die Entwicklungen und Tendenzen, die wir in Salzburg sehen, ist das Wohnen in den letzten, also in den vielen Jahren, aber speziell jetzt gerade in den wenigen letzten Jahren sehr stark zum Finanzprodukt geworden ist. Wohnen wird als Anlage verkauft, also dadurch verknappt sich das Angebot und treibt die Preise weiter in der Höhe und produziert Leerstand. Da gibt es auch Befunde von in Innergebirg. Wir kennen schon die Zeitung auf, gerade jetzt, weil auch da der Landesentwicklungsplan da ist und das Grundverkehrsgesetz nochmal novelliert wurde. Das Innergebirg auch, also diese Chalet-Dörfer, im Grunde genommen Anlageobjekte und dass der Bürgermeister unter anderem zu dem Befund kommen, dass es auch die klassischen Zweitwohnsitze nicht mehr gibt in den Gemeinden, sondern tatsächlich nur mehr noch das Anlageobjekt und niemand herkommt und auch die Gemeinden unter Druck geraten, weil ja grundsätzlich die Infrastruktur trotzdem vorhanden sein muss, aber niemand mehr da ist, der da das mitzahlt. Wir haben unter anderem gibt es auch den Marktbericht von Tim Rauscher, ein Immobilienbüro. Die stellen jährlich einen Lagebericht und eine Preisanalyse der einzelnen Stadtvierteln zur Verfügung. Das ist ein ganz dickes Heft und
Und dann einmal im Jahr 2020 war es ganz spannend in diesem Corona-Jahr, dass festgestellt, dass Corona den Markt noch mal mehr befeuert hat. Das Ausverkauf trifft es am besten. Also es ist eben gar nicht so viel volle Luxus-Immobilien verkaufen können, wie die Nachfrage war. Und 21, also fürs letzte Jahr, haben sie auch festgestellt, dass preislich, dass es in allen Wohnkategorien steil nach oben gegangen ist und auch die Erhöhungen bei weit über 15% sind. So findet man eine Studie zu dieser Kommodifizierung vom Andreas van Hammeter von der Uni Wien, der, ich glaube, die heißt Immobilien am Höhenflug, wo genau dieselben Befunde festgestellt hat. Nur eben der Unterschied zum Gold ist, Gold ist kein Menschenrecht, aber Wohnen ist es. Was wir damit dann auch feststellen, also da rekurriere ich jetzt wieder auf den Titel, auf dieses Zufallsprinzip. Wohnen ist eine Verteilungsfrage. Politik lenkt, gestaltet und reguliert. Und wenn dieser Flaschenhals enger wird, werden zum Beispiel Vergabekriterien verändert, Zugangshürden erhöht oder ist direkt versperrt. Und es passiert Ausgrenzung und Diskriminierung. Und zwar ganz unmittelbar, so wie in diesem Auszählreim, ene, mene, mu, ganz unmittelbar und direkt und ganz schnell. Das heißt, Pech gehabt, du hast keinen Zugang mehr zum Leistbahnsegment, du hast keinen Zugang mehr zur Gemeindewohnung, du hast keinen Zugang mehr zur Wohnbauförderung. Du hast keinen Zugang zu Anmietkosten. Wir haben das Sozialunterstützungsgesetz, also wir haben das Sozialhilfegrundsatzgesetz ja bekommen und die Länder mussten das Gesetz umsetzen. In Salzburg heißt Sozialunterstützungsgesetz. Überwiegend stellen wir VerliererInnen fest, die aus diesem Gesetz und viele, viele Wohnkosten, Energiekosten, Stromkosten nicht mehr existenzsichernd sind aufgrund dieser Marktförmigkeit. Und Zufallsprinzip, wir suchen uns alle nicht aus, wie und wo wir geboren werden, spezielle geografische Lagen bestimmen. Es sind meist die Fremden, die draußen bleiben. Es sucht sich niemand aus, in einem Kriegsgebiet zu leben und flüchten zu müssen. Der globale Norden hat es einfacher als der globale Süden, aber es sind viele andere strukturelle Faktoren, wie die Toleranz einer Gesellschaft oder mit welchen Geburtsrechten bin ich ausgestattet, bei unserem Fall das Abstammungsrecht oder auch die Geschlecht- und Machtverhältnisse kommen da immer zum Ausdruck. In Salzburg wird gerade ganz aktuell, man hat bei den Vergabekriterien des Wohnungsamtes, vielleicht noch nicht unspannend, im letzten Jahr auf Betreiben der ÖVP die Lagewünsche rausgegeben. Jetzt schafft es ein bisschen Unruhe, weil doch einige Wohnungen abgelehnt werden und eine Partei oder eben die ÖVP der Meinung ist, wenn ich dringend eine Wohnung brauche und diese Wohnungsnot habe, ist es auch wichtig, muss ich sozusagen das nehmen, was da ist, dann darf man keine Lagewünsche haben. Ja, das ist. Und diese Diskussion geht dann weiter, wo man dann sagt, wer dürfte jetzt, wenn wir doch Lage, und viele Parteien wollen aber doch diese Lagewünsche wieder implementieren, wer darf diese dann haben? Österreicher und die Fremden nicht, aber es ist oft einmal ein bisschen gruselig, der politische Diskurs in diese Richtung. Ja. Wohnen als Risiko, Wohnen ist Risiko geworden. Wir kennen alle normale Lebensabschnitte, Lebensumbrüche, die wir erleben. Wenn Familien gegründet werden, dann wird der Wohnungsbedarf größer, aber das Haushaltseinkommen kleiner. Wir kennen Familien, also Trennungen spielen ein großes Thema. Das Alter, das wir alle erleben werden, wenn wir in Pension gehen, bekommen wir alle geringere Pensionsleistungen, speziell mit dem Pensionssystem, das wir jetzt haben, mit dem APG, sind durch diese 40 Jahre Durchrechnung insbesondere Frauen sehr benachteiligt, die weibliche Altersarmut.
Und man muss schauen, wie, ja, es ist auch eine Lenkung, die nicht auf Lebenslagen rekurriert. Ja, also Wohnen selbst als Risiko. Aktuelle Befunde und Teuerungen, da gibt es auch von der Statistik Austria, die schauen jedes Quartal drauf, wie es den Österreichern so geht, Anbetracht dieser aktuellen Teuerungen, den Heizkosten, Energiekosten. Dieser Befund, also nur den Befund, dass 1,1 Millionen Menschen in Österreich die Wohnkosten als große Belastung empfinden, ist allerdings schon also noch vom zweiten Quartal. Wir sind jetzt mittlerweile schon im vierten Quartal. Es hat sich natürlich zugespitzt. Ich habe zur Genese der Wohnungslosenhilfe in Salzburg, ich finde es ganz spannend, weil sie die Themen nicht verändert haben, aber Bilder von damals mitgebracht. Die Wohnungslosenhilfe ist im Jahr 75 entstanden. Nein, entstanden, da waren die ersten Unruhen in Salzburg. Vielleicht dann noch die kleine Anekdote, warum die Menschen da so aktiv waren. Es gab 1975 die große Strafrechtsreform, und da wurde der Vagabundageparagraf gesetzlos gestrichen. Hier in Salzburg waren wir da noch nicht so sehr einverstanden. Das hat ein bisschen Unruhe gebracht, und es wurde eine Sicherheitsenquete einberufen, woraufhin dann sich dieser Vagabundageparagraf im Jahr, glaube ich, 78 war das, im Polizeistrafgesetz wiederfand. Und die Salzburger haben sozusagen mit Verwaltungsstrafen agiert, indem, wenn man erwerbs- und beschäftigungslose Personen auffindet und die den Unterhalt nicht nachweisen können, und ich glaube, es war so formuliert, und auch sich nicht redlich bemühen, dann wurde man 14 Tage mit Arrest bestraft. Und da hat es natürlich viele, speziell unter den Studierenden, die sozial und rechts, also rechts im Sinne der Justiz, ja rechtspolitisch motiviert waren, viele Aktionen und oft gern und Kritik gegeben, und die sind auf die Straße, und das ist ein Teil davon. Und der Paragraph hielt sich, glaube ich, circa 4 Jahre, aber das waren so die Anfänge dann der Wohnungslosenhilfe, die Ende der 80er bis ja, in den 90er Jahren sozusagen aufgebaut wurde. Ja, links oben finde ich es auch ganz spannend, stoppt Spekulanten. Die waren damals schon da, nur das Ausmaß ist heute ein anderes. Und hier noch einmal, auch weil ja fürs Wohnen auch so wichtig ist, wie ich sozial abgesichert bin. Damals schon auch die Kritik am Sozialabbau. Viele werden es wissen, wir haben massiv versucht aufzubegehren gegenüber die von der blau-schwarzen Regierung, gegenüber das von der blau-schwarzen Regierung implementierte Sozialhilfegrundsatzgesetz, das dann kommen ist und nicht das Ziel der Armutsbekämpfung hat, sondern mehr die Armen bekämpft und von Mindeststandards sozusagen in Höchststandards gegangen ist und dann auf Länderebene wenig Spielraum gelassen hat. Aus dieser Geschichte heraus hat sich das Forum Wohnungslosenhilfe entwickelt. Das existiert seit 1994. Hat natürlich noch viele anderen Netzwerkformen geben. Aus SozialberaterInnen-Team in Salzburg gibt es nach wie vor einen sozialpolitischen Arbeitskreis, und aus diesem politisch motivierten Engagement ist das Forum Wohnungslosenhilfe eben 1994 entstanden. Dazu ist zu sagen, es ist informell, es hat informellen Charakter, es ist keine Vereinsstruktur, es ist auch ohne Rechtspersönlichkeit daher. Es ist nicht mit finanziellen Mitteln ausgestattet. Das heißt, es wird von den Einrichtungen zum Teil getragen, und manchmal geht das Engagement halt auch ins Wochenende hinein, je nachdem, an welchen Projekten wir arbeiten. Darin finden wir Träger der Wohnungslosenhilfe sowie Einrichtungen der angrenzenden psychosozialen Versorgung im Bundesland Salzburg. Viele Große sind seit Beginn dabei. Also Caritas,
Neustart, Vertretungsnetz, eben unsere Einrichtung, die soziale Arbeit. Die Salzburger Armutskonferenz ist immer schon Partner, und der OBDS ist auch dabei. Es sind so viele Einrichtungen, die mit unterschiedlichen Zielgruppen arbeiten, und insofern kann man für das Thema dann auch sehr umfangreich die unterschiedlichen Bedarfe mitnehmen. Ja, was tun wir? Wie arbeiten wir? Wir treffen uns 6-wöchig zu Plenumssitzungen, diskutieren sozial- und wohnpolitische Entwicklungen und Trends, diskutieren über Energiegutscheine, über Einmalzahlungen, die wir punktuell zwar ganz hilfreich erachten, aber niemals in der Lage sind, Strukturprobleme und nachhaltige, also zu lösen und nachhaltige Lösungen zu setzen. Wir planen strategisch, wir verfassen unterschiedliche, also schriftliche Stellungnahmen zu unterschiedlichen Themen, Salzburg, Zerschlagung des Frauenhauses. Wir positionieren uns da fachlich zu unterschiedlichen Verordnungs- und Gesetzesentwürfen, zu Medienbeiträgen, und organisieren Fachtagungen, Fachgespräche, wohnpolitische Hearings, haben Pressekonferenzen anlässlich der Wohnbedarfserhebungen, wenn sie denn fertig sind. Die kommen dann noch um den Tag der Wohnungsnot. Also das zeigt so kurz umrissen die Arbeit, die wir im Forum machen, die wir sozusagen die Lobbyarbeit und Interessen für die wohnungslosen Menschen zu vertreten und Wohnversorgungskrisen oder Wohnlösungen nachhaltig, also um Obdachlosigkeit zu beenden, Wohn- und Obdachlosigkeit zu beenden und nachhaltig Lösungen zu evozieren. Ja, ist vielleicht nur so ein bisschen, wird es ein bisschen konkreter, was braucht es dazu? Es braucht einfach eine Koordination, jemand, der sich dafür zuständig zeigt und das ein bisschen koordiniert und auch den Faden in der Hand hält. Wie schon gesagt, wir diskutieren im Plenum, aber wenn wir unterschiedliche Themen bearbeiten, dann bilden wir Arbeitsgruppen, haben teilweise bei der Wohnbedarfserhebung, arbeitet man mit Projektplänen, es ist derartig umfangreich schon, stimmen uns ab, wie wir zusammenarbeiten wollen, wann gehen wir, wie gehen wir in die Öffentlichkeit, wer steht dann drunter, wer hatte noch Zeit, irgendwas zu lesen. Wie gehen wir strategisch vor, wie methodisch, inhaltlich bis hin zum Datenschutzrechtlichen. Also es ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung, inhaltlich und auch methodisch. Wir haben seit einigen Jahren unsere Website, wo wir viele, viele inhaltliche Themen spielen, aktuelle Themen spielen, Gastbeiträge einspielen. Wir haben, damit wir das alles schaffen, auch ein Redaktionsteam, das sich mit der Jahresplanung beschäftigt, wann wir denn bestimmte Themen setzen. Wir versuchen das monatlich mit einem Newsletter mittlerweile schon an eine relativ breite Gruppe zu verteilen. Das geht automatisiert raus. Also wer Interesse hat, gerne anmelden zum Newsletter über die Website. Wir haben eine eigene Forum, also eine eigene E-Mail-Adresse jetzt. Und das Facebook ist leider ein bisschen vernachlässigt. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen besser hinschauen. Aber es ist auch eine Ressourcenfrage. Was wichtig ist, wir wollen in die Breite gehen und Synergien nutzen. Ich habe dieses Bild, das man da sieht, retten wir die Notstandshilfe. Das war schon vor einigen Jahren. Und wieso ich das da jetzt nochmal genommen habe, man sieht unten, wer da vor einigen Jahren, also eben war Blau-Schwarz, die diese Notstandshilfe abschaffen wollten und wie einige Organisationen zusammengetan und einen Fachtag organisiert dazu. Arbeit Plus sieht man, das ist der Dachverband der sozialökonomischen Betriebe, die Arbeiterkammer, die Armutskonferenz war dabei. So solidarisches Salzburg, ein großes zivilgesellschaftliches Netz und eben das Forum. Und wir wissen noch nicht so ganz konkret, was Martin Kocher vorhat, aber dass es
besser wird für die Leute, nehmen wir nicht an. Also grundsätzlich stehen wir in den Startlöchern und sind in Erwartung, welche Grauslichkeiten da auf uns zukommen, auch wenn Arbeitslosengeld den Anfängen erhöht werden soll. Also eine höhere Nettoersatzrate, was ja durchaus sinnvoll ist, weil wir auch merken, gerade bei Arbeitslosigkeit, die Transferleistungen nicht bedarfsdeckend sind für die Grundbedürfnisse und für ein gelingendes Leben. So muss man doch schauen, dass es dann nach unten nicht abflacht oder dass trotzdem noch Leben möglich ist. Ja. Zur Wohnbedarfserhebung. Die Wohnbedarfserhebung, die machen wir jetzt wirklich schon seit genau dem Jahr, also wir, das Forum seit dem Jahr 1994. Es hat sich methodisch natürlich total weiterentwickelt. Bei der Wohnbedarfserhebung, was ist es? Wir haben jährlich im Erhebungszeitraum Oktober verschiedenste Einrichtungen und Organisationen befragt, mit wie vielen wohnungslosen Personen sie im Oktober Kontakt hatten. Dazu gibt es einen mit der Fragebogen entworfen, der unterschiedliche Punkte vorzufinden sind. Er soll einfach bleiben und trotzdem aussagekräftig, also so viel aussagekräftig sein wie möglich. Denn da gibt es die Eingabe im Online-Formular, dann gibt es eine Datenbereinigung. Doppelnennungen werden zum Beispiel gefiltert und das wird dann im SPSS und Excel ausgewertet. Ich habe zwei Deckblätter mitgebracht aus den Jahren, die ich gefunden habe aus der Wohnungslosenbilanz November 1995. Und da ist der Exkurs sichtbar zur Wohnungslosen, also ist das Jahr 94 sichtbar. Haben die damals ausgeschaut? Ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe, 2006 an diesen Dingen zu arbeiten, haben wir noch also sehr viel Papier gehabt. Und in Excel-Tabellen, das ist natürlich auch schon mal professionell waren, aber auch sehr umfangreich. Wir haben einen Adressatinnenkreis von rund 300. Das sind jetzt nicht nur Organisationen, sondern auch die Mitarbeiterinnen in den Organisationen. Der ist natürlich auch erweiterbar. Wir könnten noch viel mehr machen, hätten wir denn mehr Ressourcen. Aber es gibt dann oft einmal so bestimmte, letzten Sommer haben wir uns auch sehr bemüht, nochmal mehr mitzunehmen, weil Wohnen wirklich alle betrifft, ja. Alle Handlungsfelder und sehr viele Organisationen und überall das Thema ist. Die Begriffsbestimmung vom Wohnen, da halten wir uns an den EU-Dachverband, das ist die FEANZA. Die hat schon vor langer Zeit die Ethos-Typologie ins Leben gerufen und unterschiedliche Kategorisierungen vorgenommen. Da gibt es die vier Hauptkategorisierungen. Das ist Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, das ungesicherte und das ungenügende Wohnen. Die sind dann wiederum in Subkategorien unterteilt und nochmal extra beschrieben dann. Zur Obdachlosigkeit gehören tatsächlich dann die Rough Sleeper und jene, die Notunterkünften sind. Wohnungslosigkeit findet man hauptsächlich bei temporären Übergangswohnungen. Auch Frauenhäuser zählen dazu, weil die ja alle nur zeitlich begrenzt sind. Wenn jemand aus der Haft entlassen wird oder aus Therapieeinrichtungen, das zählt zur Wohnungslosigkeit. Zum ungesicherten Wohnen, wenn ich zum Beispiel von Delogierung bedroht bin oder auch von Gewalt bedroht bin. Das heißt, ich muss in dieser Wohnsituation drinnen bleiben, weil ich für mich keine andere oder getrennte Wohnversorgung realisieren kann, weil ich mir es richtig nicht leisten kann. Oder aber auch dieses, wenn ich wenig Wohnmöglichkeiten vorfinde oder wenig Leistbares vorfinde, wie in Salzburg, dann viele Menschen auch Wohnungslosigkeit privatisieren und eben Couchsurfen bei Familien, bei Freunden, bei Spezels unterkommen und das fällt da auch drunter, dieses ungesicherte Wohnen. Und beim ungenügenden Wohnen, das haben wir tatsächlich bei Wohnprofessoren wie Wohnwegen und bei überfüllten Wohnungen, also auch bei diesem Überbelag, wobei wir sehr
eigentlich da nochmal sehr moderat. Die Definition haben, wenn wir beim Überbelag, wenn mehr als eine Person gegenüber der Anzahl der Räume ist, wenn es mehr als eine Person, nein, ich sage es anders, Verzeihung, der Tag war schon lang, wenn in einer Gasonär können durchaus zwei Personen sein, drei Personen sind dann zu viel, wenn es mehr als ein Kopf übersteigt, die Anzahl der Räume, genau. So, und das ist auch bei Weitem nicht die Qualitätsstandards, die wir uns so vorstellen von Wohngrößen. Also da haben wir eh sehr moderat, genau. Kurzer Blick, wie hat sich die Wohnungslosigkeit in den letzten Jahren entwickelt? Man sieht da in den Jahren 2015, da waren die Fluchtbewegungen, da geht es nach oben. 2016 konnten wir eine Studie realisieren, bekamen Geld und hat es unser, also auch Helix Forschung und Beratung, der Heinz Schäuble aus Salzburg, ein super Experte in diesem Wohnfeld, im Themenfeld Wohnen, hat sich der Studie angenommen. Wir wollten den Blick erweitern und haben die Wohnbedarfserhebung regionalisiert und haben auch in den Regionen Innergebirg geschaut. Wie schaut es da aus? Gibt es da was? Gibt es Wohnversorgung? Wie gehen die Leute damit um? Und deswegen haben wir da auch einen erweiterten Blick gehabt. Das ging dann wieder runter. Da gab es dann einen, ich glaube 2035, da gab es eine methodische Änderung, eine Bereinigung. Da sind die Wartelistenplätze der Diakonie seinerzeit berücksichtigt worden. Also die hatten mit diesen Leuten nicht Kontakt und da gab es die Bereinigung, dann ging es runter. Und die letzten zwei Jahre, die sind unten, das 20er Jahr ist Corona kontextualisiert und das 21er Jahr eigentlich auch noch sehr stark. Nur kurz der Blick drauf, die letzten fünf Jahre, wie die Geschlechterverhältnisse ausschauen und auch die Minderjährigen. Ganz früher hat man nur die alleinziehenden Minderjährigen berücksichtigt. Wir haben ja auch eine Jugendnotschlafstelle. Das heißt, jene, die sich der Kinder- und Jugendhilfe entziehen, die von zu Hause abhauen, das sind die alleinziehenden Jugendlichen. Und schon seit vielen Jahren schauen wir aber, wie geht es den Familien mit den Kindern, mit den mitziehenden Kindern, die sich speziell im ungenügend, also speziell im Überbelag finden. Das ja dann eigentlich aussagekräftig ist, auch was sie für Bildungschancen vorfinden. Speziell im Jahr 2020 konnte man sich es vorstellen. Die Wohnbedarfserhebung vom letzten Jahr ist natürlich auch sehr differenziert. Man findet sie auch auf unserer Website unter Downloads, wenn es wen interessiert. Wir schauen uns unterschiedliche Profile an, von den Wohnsituationen her, vom Geschlecht, vom Alter, auch vom Status. Insgesamt waren 1129 Personen vorgefunden, die von Wohnungsnot oder Wohnversorgungskrisen betroffen waren und 852 waren volljährig und 277 minderjährige Personen. Die Geschlechterverhältnisse sind über die Jahre fast immer gleich geblieben, so mit 2/3 Männer, 1/3 Frauen. Früher ging es noch auf 25%, also waren es oft noch mal zwischen 25% und 28%, jetzt hält sich das so sehr stabil. Beim Alter haben wir wirklich alle Altersstufen dabei und sogar zwei, die über 80 sind. Vom Aufenthaltsstatus, man sieht nur ein Tortendiagramm. Ich habe einfach nur ein paar Tortendiagramme mitgebracht, damit man einen kurzen Blick drauf werfen kann, wie sich so der Aufenthaltsstatus verhält. Wir haben im letzten Jahr 41% ÖsterreicherInnen gehabt. Das ist ein Rückgang gegenüber das Jahr 2020.
der sich auch erklären lässt, zu dem komme ich dann noch. Genau. Der Anteil von den Drittstaatsangehörigen ist gleich, von den Konventionsflüchtlingen, der hat sich auch nicht verschoben und man kann dann immer, man hat einfach so viele Daten, wo man dann Vergleiche ziehen kann und schauen kann, wo gingen die Entwicklungen hin. Der Teil der EU-BürgerInnen hat sich erhöht, weil zu diesem Zeitpunkt 2020 waren die Notreisenden weg oder überhaupt sehr viele EU-BürgerInnen, die ja Arbeitsmigrantinnen sind. Die hat man natürlich geschaut, bei diesem ersten Lockdown über die Grenze zu bringen, weil sie ja da völlig anspruchslos, sozialrechtlich anspruchslos waren. Und die Notreisenden, bis auf ein paar wenige, waren auch nicht da im Jahr 2020, und war aber 2021 dann wieder. Da erklärt sich auch die Erhöhung dieser EU-BürgerInnen. Was sieht man noch einmal? Die Wohnsituation, wie ich es schon geschildert habe, nach dieser Typologie, nachdem wir vorgehen, nach der Ethos-Typologie. Wir haben immer einen sehr hohen Anteil in ungesicherten Wohnverhältnissen. Wie gesagt, das ist seit vielen Jahren ungebrochen, privatisiert. Wenn ich beim Wohnen nicht keinen Eingang finde, dann muss ich schauen, wie ich sonst tue und muss das, was noch an Netzen da ist, sofern noch welche da sind, irgendwie in Anspruch nehmen. Genau, die Dienstzimmer, da sind jetzt da zwar nicht so viel drauf, die Dienstzimmer sind auch immer ein großes Thema. Salzburg ist touristisch gestrickt, eine große Tourismusbranche. Wir haben die mobil zu bedienen, die Innergebirg werden immer, wenn die Saisonen angehen, werden dann die Arbeitskräfte aufgesaugt und wenn die Saison aus ist, werden sie wieder ausgespuckt. Innergebirg gibt es aber dann keine Zimmer mehr, weil ein Dienstzimmer mehr mit der Arbeit verknüpft ist. Wo sind sie dann immer in die Stadt Salzburg gekommen? Haben sie in diesen kurzen Zwischenzeiten irgendwie versucht durchzuwurschteln mit irgendwelchen Wohnnotlösungen, bis sie dann, weil es ganz klar war, dass sie in der nächsten Saison wieder in die Regionen fahren. Also das hat sich auch verändert, weil wir den Fachkräftemangel haben und wissen von einigen unserer KlientInnen, dass die DienstgeberInnen in der Tourismusbranche viel besser jetzt auf die Fachkräfte schauen. Und selbst bei schlechter Buchungslage wurde uns berichtet, dass im Jahr 2021, dass sie einfach in den Zimmern bleiben konnten oder man hat andere Zimmer dort gefunden. Ich meine, sie haben Arbeitslosenansprüche, Geld ist da, die Zimmer können bezahlt werden, aber man hat einfach nicht wirklich darauf geschaut, dass sie in diesen Zeiten wo unterkommen. Ja, und bei den Ursachen, die Hauptursachen für die Wohnungsnot oder Wohnversorgungskrise haben die Leute rückgemeldet. Einerseits eben diese Haushaltseinkommen, die Wohnkostenbelastungen nicht mehr stemmen können, also dass die Wohnungen definitiv nicht leistbar sind, und Trennungen. Das sind zwei der größten Gründe und es sind Strukturkategorien und insofern weit weg von irgendwelchen individuellen Zuschreibungen, wie wir sie auch aus der Geschichte kennen oder früher schon kannten. Selber schuld, du bist deines eigenen Glückes Schmied. Da sind wir jetzt weiter und Wohnen ist anders besprechbar geworden. Kurz ein paar Ergebnisse. Wir schauen auch, wie lang sind die Leute da, wo sind sie, wo halten sie sich auf. Wir haben 21% in der Stadt, weil das Regionalisierte haben wir dann auch immer weitergeführt. Das wäre eben ausbaufähig, denn wenn ich andere Adressatinnenkreis erweitere, muss ich ja auch mal Gemeinden oder Wohnbauträger, Innergebirg, das Begriffsverständnis von Wohnungslosigkeit näher bringen. Die mehr als der Hälfte sind seit über einem Jahr im aktuellen Aufenthaltsort, also meist in der Stadt, viele sogar länger als 5 Jahre.
Wir haben bei der Obdachlosigkeit gehabt einen Rückgang bei den ÖsterreicherInnen. Wir haben den Anstieg gehabt von den EU-Bürgerinnen, den ich eh schon kommentiert habe. Und gegenüber dem Jahr 2020, da war nur eine minderjährige Person obdachlos, waren im letzten Jahr 15 minderjährige Personen obdachlos. Altersspektrum war eh schon Thema, von einem Jahr bis 88 Jahre. Dann nochmal das ungenügende Wohnen, vorwiegend im Überbelag. Schimmelwohnungen gehören auch dazu. 53% der betroffenen Personen sind minderjährig, also wirklich die großen Familien. Und die Anzahl der mitziehenden Minderjährigen ist von 203 auf 277 gestiegen. Also schon eine dramatische Steigerung, die wir da vorgetroffen, also auch vorgefunden haben. Allerdings hat sich der Adressatenkreis auch erhöht. Da versuchen dann im Plenum, schauen wir uns dann das an und versuchen das in den wohnsozialpolitischen, in den arbeitsmarktpolitischen, in den gesellschaftlichen Kontext zu stellen und schauen, was hat sich verändert, wie schauen die Situationen aus. Also einerseits stellen wir die Verschiebungen fest, den auffälligen Rückgang Benennungen einzelner Einrichtungen. Denn der Adressatinnenkreis hat sich eben erweitert. Notreisende waren wieder da in Salzburg und die obdachlosen Österreicherinnen, die weniger wurden. Und eben, wenn wir dann beim Analysieren sind und beim Interpretieren, wo kommt es her, dann haben wir da drei große Felder verortet. Einerseits natürlich in dieser Corona-Krise. Es sind sehr viele, die im privaten Bereich waren, also diese sozialen Netze waren zu dieser Zeit trotz Konfliktsituationen und Spannungsverhältnissen noch tragfähiger. Man hat die Leute stay at home zu den Lockdowns nicht auf die Straße gesetzt. Man hat einige Einrichtungen haben auch gemeldet, dass sie definitiv beim Einmelden der Zahlen aufgrund der Arbeitsanforderungen das nicht geschafft haben. Man muss vielleicht auch nochmal wissen, die Wohnungslosenhilfe und die Einrichtungen waren nie weg. Also da hat es kein Homeoffice gegeben, sondern es war eine ziemlich herausfordernde Zeit. Genau. Und was war bei der Pandemie? Was war die? Ah ja, naja, und grundsätzlich war es war so im Herbst, da glaube ich, war dann auch noch diese Delta-Variante. Also auf jeden Fall haben die genauso Kontakte vermieden, Risiko reduziert und waren auch weniger unterwegs. Was im Arbeitsmarkt, warum es den Arbeitsmarkt betrifft, das eine habe ich eh schon genannt, dass einfach die Tourismusbranche doch jetzt ein bisschen besser auf die Fachkräfte schaut und eben die Zwischenlösungen in den Zwischensaisonen versucht abzufedern. Und die Leute vor Ort hält oder ja. Und es hat aber Vollbeschäftigung gegeben, auch zu dieser Zeit eine Vollbeschäftigung mit 3,6%. Also die Leute sind auch wieder stark in Beschäftigung gekommen oder waren schon in Beschäftigung und haben haben sie auch teilweise Wohnlösung, Zimmer anmieten können und so. Also es waren weniger vorhanden. Und die Vermittlungsqualität und Quantität des Wohnservice der Stadt Salzburg ist maßgeblich auch noch für die Zahlen. Da bin ich jetzt bei dem Rückgang zum Beispiel bei den obdachlosen ÖsterreicherInnen. In den Vergabekriterien ist es so, dass man zwar seinerzeit die Residenzpflicht erhöht hat auf 5 Jahre. Ich muss 5 Jahre da sein, ich muss 5 Jahre in der Stadt gemeldet sein. Dann habe ich einen Anspruch, also dann habe ich einen Zugang, dann kann ich einen Antrag stellen. Man hat aber gleichzeitig die fetten 50, also die besten, Entschuldigung, weil man irgendwann, wenn ich irgendwann in Salzburg aufgewachsen bin oder 15 Jahre schon in der Stadt Salzburg irgendwann in meiner Vita verbracht habe und dort gemeldet war, die waren auch mit berücksichtigt. Also es ist sozusagen, sie haben es aufgemacht für die überwiegend autochthone Bevölkerungsgruppe und es war wirklich, wirklich die Vermittlung sehr schnell und rasch. Und lässt natürlich dadurch, wenn ich es für die eine Gruppe aufmache, wenn ich Inklusion formuliere, impliziert das immer Exklusion, weil ja das Angebot, das Gut ist knapp und ich muss schauen, wem gebe ich.
Sie haben, es gibt einen Transparenzkatalog, es ist sozialer, also Transparenzkatalog, an welcher Reihung stehe ich. Es wird nicht mehr einmal im Jahr gereiht, also da hat sich ganz viel an Qualität verbessert. Punkte für Obdachlosigkeit sind berücksichtigt, das sind Sozialarbeiter implementiert worden. Also es hat sich tatsächlich zum Service entwickelt. Genau. Jetzt nur kurz zum Tag der Wohnungsnot. Warum haben wir angefangen, diesen Tag der Wohnungsnot zu implementieren? Wir haben 2013 damit begonnen und waren so ein bisschen unmotiviert und haben uns gedacht, das bringt ja nichts. Wir haben, es war immer nur eine Pressekonferenz nach dieser Wohnbedarfserhebung, meist im Frühjahr, wenn wir fertig waren damit. Weiter war nichts und haben wollten auch von diesen Bildern wegkommen, der Wohnungslosigkeit und der Obdachlosigkeit, weil jeder hat immer, sieht dann immer nur die Leute auf der Parkbank. Wobei, also wir wollten in ein breiteres Verständnis und ein breiteres Bewusstsein kommen, weil es ja klar war, es leiden viel mehr Menschen in Salzburg unter Wohnungsnot, Studierende, es haben sich viel mehr atypische Beschäftigungsverhältnisse ergeben, auch in den akademischen Ebenen gibt es über Projektarbeit. Also es sind auch sehr brüchige Arbeitsbiografien oder Einkommen. Und es war unser Wunsch, war nach einer breiten Öffentlichkeit und haben uns gedacht, wir initiieren diesen Tag der Wohnungsnot und haben dann jedes Jahr drauf geschaut, was ist aktuell, wie gehen wir strategisch vor, wo kann man einhaken, was passiert, woran kann man weiterarbeiten. Haben uns methodisch was überlegt, wie gehen wir vor, du brauchst natürlich eine Moderation, du brauchst Räume, welches Diskussionsformat nehmen wir, wo kriegen wir Geld her, wenn wir einladen, welche Medien laden wir dazu ein. Und genau, da habe ich jetzt ein paar inhaltliche Themen mitgebracht, die Salzburg schon viele Jahre getrieben hat. Wir sind 15 Jahre, kann ich mir gefühlt 15 Jahre, haben wir uns mit nicht sicherten Bedarfssätzen beim Wohnungsaufwand in der bedarfsorientierten Mindestsicherung bewegt. Und davor auch schon, es waren irgendwie 380 Euro in Stein gemeißelt in der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Wir haben die Pensionszimmer in Salzburg moniert, die weit ab von Menschenwürde sind, wo Menschen in kleinen Zimmern wohnen und horrende Preise bezahlen, mit Nutzungsverhältnissen. Also wenn sie nicht so tun, wie sie tun sollten, sind sie am selben Tag schon wieder draußen. Wir haben aus der Praxis berichtet, haben Bestandspolitik, Wohnpolitik diskutiert. Das Bravo-Paper Wohnen für alle, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, zu dem ich dann noch komme, verschiedene Dinge waren Inhalt und da habe ich einfach nur ein paar so Eindrücke mitgebracht, wie es denn dann vonstatten ging. Wir haben mal einen Fotografen gehabt, der dann auch Plakate entworfen hat, waren im Jahr, ich glaube, das war sogar 2013 das erste, haben wir ein Regierungsprogramm entworfen für die nächste Legislaturperiode. Da waren Wahlen und wir haben das Umgedacht genannt und haben Punkte aufgeschrieben, wie wir uns vorstellen, wie Wohnen in Salzburg gelingen kann. Was die politischen Parteien in die Hand nehmen müssen und umsetzen müssen. Da und auch auf Form von Plakaten, wir haben mit der ÖH sind wir an Kooperation eingegangen und haben mal in der ÖH, in der Theologischen Fakultät, den Tag der Wohnungsnot abgehalten. Sind natürlich viele andere nur dazwischen. Der Tag der Wohnungsnot, der letzte, den wir hatten jetzt Pause, 2 Jahre, also vom Tag der Wohnungsnot, dieses Jahr waren wir schon sehr aktiv, der war ganz kurz angesetzt nach dem Lockdown, nach dem 16.03. hätten wir dann Ende März gehabt.
Eben deswegen da jetzt dann nochmal mitgenommen, weil es ja ganz spannend ist. Da sind wir in ein utopisches Denkformat gegangen und haben gesagt, wir wollen es positiv formulieren und wollen verschiedene Entscheidungsträgerinnen damit konfrontieren. So, es gelingt uns alles. Es gibt keine Wohnungsnot mehr, es gibt keine Wohnversorgungskrisen mehr. So, wie ist uns das gelungen und woran merken wir das? Natürlich die Grundlage wieder die Wohnbedarfserhebung und dieses Positionspapier Wohnen für alle wäre gewesen. Und dann einfach auch die unterschiedlichen Handlungsebenen in einer Fischbowl-Diskussion, die Politik, die Verwaltungsebene und immer die Verschränkung von Sozial- und Wohnpolitik. Das ist uns in den letzten Jahren gut gelungen. Die gemeinnützigen, also die Wohnungswirtschaft und letztendlich auch die soziale Arbeit selber. Wir hätten Vertreter gehabt von unserer Fachhochschule, vom Berufsverband. Es war schon alles zeitlich eingeloggt und ist leider dann dem Lockdown und Corona unterlegen. Aber man sieht einfach, es sind so viele Ebenen, die Relevanz haben für das Themenfeld Wohnen und Expertise. Es sind irrsinnig viele verschiedene Räder, die zu drehen sind. Das sind einfach nur ein paar Eindrücke an Fotos. Links oben, das war 2015, ist die LKK übrigens, die ja damals schafft, dass das für Wohnen in Graz zuständig war. Wir haben es auf Landesebene diskutiert, hier auch sichtbar mit Sozial- und Wohnpolitik. Damals war der Landesrat Meyer für die Wohnpolitik zuständig. Wir haben es auf der Stadtebene diskutiert, rechts unten. Und links unten hat dann immer eine bestimmte Gruppe von aus der Praxis die Praxisbefunde in Relation gesetzt zu den Zahlen, die wir aus der Wohnbedarfserhebung gezogen haben. Ja, im Markussaal, bei der Ärztekammer, also wir haben immer versucht, irgendwie Räume im Borromeum haben wir diskutiert. Links unten ist die Astrid Rössler sichtbar, die war damals für die Raumordnung zuständig. Da haben wir die Raumordnung als inhaltlichen Schwerpunkt gehabt. Rechts oben bei einer Pressekonferenz, meine Kollegen und Kolleginnen, rechts unten das Fischbowl-Format sichtbar, ja, wo unterschiedliche Akteure und Akteurinnen drin sind. Damals haben wir gehabt auch die Wissenschaft dabei, Architektur. Also wir haben auch versucht, unser Netzwerk insofern breiter anzulegen, also dass man alle relevanten Akteurinnen für Salzburg in diesem Diskussionsformat und in diesen Lösungsdiskursen, wie kann Wohnen gelingen, mit einbeziehen. Auch die GBV, die Gemeinnützigen, sind immer gern kommen. Sind gekommen, sage ich, weil wir es ja wirklich jetzt 21, haben wir nichts gemacht, 22 haben wir es. 22 haben wir eine andere Veranstaltung gegeben in der ARGE. Wir haben versucht, ein bisschen aktionistischer unterwegs zu sein, um eben draußen mehr Öffentlichkeit zu kriegen, haben dann einmal Wohnzimmer aufgebaut am Platzl und dann vom Schloss Mirabell. Das war immer, der Tag der Wohnungsnot war immer ein Tag gekoppelt mit der Pressekonferenz, mit dem Aktionismus und am Nachmittag mit dieser Fachveranstaltung. Flashmobs hat es gegeben, wir haben vor Kanaldeckeln Fußabstreifer mit Schuhen hingelegt und haben Zahlen oder auch große Inserate, was Wohnungen ausmachen, in der ganzen Stadt verteilt, ein Bett aufgestellt. Wir haben dieses kleine Häuschen da rechts, das ist so One Square Meter Haus, ist bei der Caritas in einem Jugendprojekt entstanden, das sozusagen die Kosten dieses Quadratmeters abbildet, der damals, und ich glaube, das war 2015 noch bei 13,62 € lag. Das haben wir weit drüber. Und wie er aktuell ist, weiß ich gar nicht, weil die Wertsicherungssteigerungen in dem Jahr auch schon alle gegriffen haben und ja, weil die Mietkosten davonlaufen. Da haben wir mal so Kärtchen entworfen, die wir dann auch bei den Veranstaltungen aufgelegt haben. Das Ganze ist immer ohne
finanzielle Ressourcen und ohne eigene personelle Ressourcen, sondern einfach auch aus unserem intrinsisch motiviert, um Situationen zu verändern, um die Situation zu verändern und was anzustoßen und konstruktiv weiter zu arbeiten. In diesem Jahr hat es im März eine Veranstaltung gegeben in Kooperation, also das Forum, die Armutskonferenz und die ARGE. Wie wir wohnen wollen, war der Titel. Ein Diskussionsformat mit der Stadt. Fokussiert unter anderem auf diese Kommodifizierung. Wir haben dann noch einen Film gezeigt, Busch. Ich habe ganz hinten an den Folien eine Literaturauswahl mitgebracht. Da ist zum Beispiel eine Empfehlung für den Film, der ist wirklich sehr spannend und zeigt in großen Metropolen gerade dieses Finanzprodukt, die wahre Wohnen, die Entwicklungen da. Ziel unseres Termines im März war, dass wir mit der Stadt konstruktiv weiterarbeiten, dass wir einen runden Tisch irgendwie implementieren. Moderiert hat uns der Stefan Feigl, er ist N-Redakteur, der hat das wunderbar und genial gemacht. Und tatsächlich findet jetzt am 13. Dezember in der Stadt der runde Tisch statt mit Politik, mit Gemeinnützigen und eben Expertinnen aus unseren Reihen, aus dem Forum, um diese Themen wieder aufzugreifen. Da ging es um Leerstand, um die Stadt bauen soll. Ja, wie kann Wohnen in der Stadt auch wieder leistbar werden und was kann die Stadt tun? Im April 22, also einen Monat drauf, hat es dann nicht vom Forum, aber vom Solidarischen Salzburger Veranstaltung gegeben, wo das Forum nur eingeladen wurde, die Erhebung zu präsentieren. Das waren 2 Tage, was ich aber ganz spannend finde. Da gab es eine theatrale Intervention es hat sich ein Mutterdeum-Student, der hat sich einige 2, 3 Jahre davor schon wollte der ein Theater machen und so einem gesellschaftspolitisch relevanten Thema und ist irgendwie in der Szene gelandet, der Wohnungslosenhilfe und hat da was entwickelt, wo die Schaudarsteller, unter anderem der Heinz Schäuble, es wurde 2-mal aufgeführt damals und dann noch eben im April 22, der Heinz Schäuble mitgewirkt hat und auch die Anna Schister, wer Salzburg ist, wird sie kennen, die Vorsitzende des Sozialausschusses und also eine Szenerie, wie sie denn im Sozialausschuss und mit diesem Thema stattfindet, nachgestellt wurde und das dann auch Leerstand im Weltall war der Titel, natürlich dann auch noch in eine andere Richtung gegangen ist und die betroffenen Ebene wurde verein über Videodokumentation einer Frau, die lange am Kapuzinerberg gelebt hat, mit reingeholt und die dann da letztendlich dabei war bei der Aufführung. Wir haben uns intensiv, es war ein sehr intensives Jahr, wir haben uns intensiv mit obdachlosen Frauen mit psychischer Erkrankung beschäftigt, weil wir da einen Problembefund festgestellt haben und daraus hat sich vielleicht jetzt auch nur ganz kurz eine Studie ergeben, weil es war relativ lange Zeit. Grundsätzlich hat es 2019 angefangen vom Problembefund bis dann im 21 und 22 Jahr die Studie entstanden ist und letztendlich das in einem Projektendbericht mit einem Konzeptrahmen gemündet ist. Natürlich sind wir aktuell an der Wohnbedarfserhebung 22 dran. Im Februar 23 ist eine Informationsveranstaltung geplant zum Projekt Zuhause ankommen. Das kommt dann noch und im März 23 wollen wir wieder diesen Tag der Wohnungsnot machen, anlässlich Wahlen, der Landtagswahlen, so als jetzt vielleicht ähnlich wie so ein wohnpolitisches Hearing, soll es ein Abholen sein, weil die sind dann im April, was die unterschiedlichen Parteien dann für Ideen haben,
wie denn Wohnen gelingen kann, wieder in Salzburg. Genau. Ja, dann in Anbetracht der schon fortgeschrittenen Zeit lasse ich das aus, das Wichtige, was wir erreicht haben. Also wir müssen da einmal drauf schauen, weil sonst manchmal sind es nur kleine Kieselsteine, die sich bewegen, aber wir sind durchaus weiter. Also wann ich da eingestiegen bin, Wohnungslosigkeit ist jetzt ganz anders besprechbar geworden. Also das hat nichts mehr mit, wir sind weit weg von individualisierten Faktoren und sind definitiv auch draußen jetzt auch mit diesen politischen Entscheidungsgremien oder mit den Entscheidungsträgerinnen ganz klar bei den Strukturdysfunktionalitäten, die ja noch einmal mehr Relevanz haben und jetzt noch einmal stärker zum Ausdruck kommen. Corona, wenn alle Arbeitseinkommen wegbrechen und alles stillgelegt ist. Ja. Ja, das ist jetzt der Abschluss mit der Bundesebene. Die BAWO Wohnen für alle, das ist eben der Dachverband in Österreich, der Wohnungslosenhilfe, der als Plattform agiert für alle AkteurInnen im Feld der Wohnungslosenhilfe und natürlich auch dem Menschenrecht Wohnen verpflichtet ist. Da sind von allen Bundesländern VertreterInnen drinnen, neben schon ganz lang, also die hat über 30-jährige Geschichte, die BAWO Wohnen für alle. Werden Fachtagungen jedes Jahr gemacht, die über 3 Tage gehen und jedes Mal in einem Reihum, jedes Mal in einem anderen Bundesland abgehalten werden. Und ich nehme jetzt einfach einmal nur die letzten wenigen Jahre mit, so diese strategische Ausrichtung. Es sind im Jahr 2017 und 2019 Positionspapiere entstanden, eben Wohnen für alle, leistbar, dauerhaft und inklusiv. Die sind unter einer Mitwirkung eines breiten Netzwerkes entstanden, die da mitgearbeitet haben, also eben auch aus Akteurinnen aus dem Wohnrecht, aus der Sozialwirtschaft, aus der Wohnungswirtschaft, Bauwirtschaft, aus der Wissenschaft, also sehr ein großes, großes, breites Netzwerk, wo das dann auch nochmal differenziert ist. Das ist so, da gibt es dann so kleine Büchlein dazu, wo das zu finden ist, oder auf der Website, wo ganz klar die einzelnen, wo die Leistbarkeit beschrieben ist, die ja jetzt nicht nur mit dem Haushaltseinkommen ist, sondern eben in Risikosituationen bei Krankheit. Zum Beispiel bei Transferleistungen, von Transferleistungen abhängig macht. Was heißt dauerhaft? Das ist stabil wohnen und dauerhaft wohnen heißt, ich muss ein bestandsrechtliches Mietverhältnis haben und im besten Fall natürlich ein unbefristetes. Weil, wie ich schon gesagt habe, diese 3-Jahres-Verträge, diese Mietkosten dramatisch in die Höhe treibt, gerade jetzt. Also überall, wo ich das nicht habe, spreche ich nicht von einem stabilen Wohnverhältnis. Und das inklusive natürlich zu jeder Bedarfslage, in die ich komme, bedarfsadäquate Unterstützungsleistungen zu haben, gleichzeitig aber ein gutes Wohnumfeld vorzufinden mit einer Infrastruktur und solche Dinge. Und über Rechtsmaterie, über das Mietrecht, da findet sich vieles drin und das sind eben diese vielen Schrauben, die eben mit direkter Verschränkung von Sozial- und Wohnpolitik jedenfalls zum leistbaren Wohnen für alle, zum Wohnen für alle und zwar in diesen 3 Kategorisierungen führen kann. Gleichzeitig ist das Ziel der BAWO Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu beenden. Da hat es dann unter anderem auch ein Paper gegeben mit dem Titel Obdachlosigkeit beenden, eine bundesweite Strategie, wo schon mal daran gearbeitet wurde. Das ist immer in Kooperation im Auftrag vom Sozialministerium, die sich dann letztendlich in dem Projekt zu Hause ankommen, in dem letzten Projekt festsetzt. Dieses Projekt ist entstanden aus Corona heraus und ist Corona kontextualisiert. Bei Zuhause ankommen geht es konkret darum, das ist eine Initiative zur Beendigung von Obdach und Wohnungslosigkeit und letztendlich diese Schnittstelle
Wohnungswirtschaft und Sozialwirtschaft zu verbinden. Es das heißt nichts anderes, als dass GBVs in den jeweiligen Ländern, also die gemeinnützigen Bauvereinigungen, die geförderten Wohnbauträger, Sozialorganisationen, Wohnungen für die KlientInnen der Sozialorganisationen leistbare Wohnungen zur Verfügung stellen, weil das beendet die Wohnungslosigkeit. Sie ziehen dort ein, bekommen einen Hauptmietvertrag und das ist jetzt im Westen nicht so der Fall oder weniger der Fall. Es gibt mehr im Osten sehr hohe, also wenn ich in dieses geförderte Segment einsteige, irrsinnig hohe Finanzierungsbeiträge, also Baukostenbeiträge von mehreren 1.000 Euros. Die werden übernommen, weil es ist auch eine Hürde, diese einkommensschwachen Personen, Haushalte nicht stemmen können. Und es gibt, wenn denn erforderlich, auch Betreuung und Unterstützung, die finanziert wird. Und das ist dieses Projekt, so in Kurzform von zu Hause ankommen, ist aber ein großartiges Projekt, das auch schon international einen Preis gekriegt hat und mit Stichtag 17.11. Mittlerweile 736 Menschen in Österreich schon unterstützt hat durch 369 Wohnungen, die vermittelt worden sind. Davon gibt es dann wieder 284 Kinder, NutznießerInnen und 60% Frauen. Genau. Und dieser Preis war dieser European Responsible Housing Award. Es ist eine Win-Win-Situation für die GBVs und für die Organisationen, aber insbesondere für die Menschen, die da drinnen wohnen können. Housing First ist nur das Stichwort. Das ist Wohnungslosigkeit beenden mit Housing First. Für die Aufmerksamkeit. Es war jetzt doch sehr dicht und viel.